Als Bachelor hat er die Ladies bezirzt, bei Let's Dance seine Tanzmoves unter Beweis gestellt. Jetzt kann Paul Janke auf der Bühne beide Talente vereinen und den Zuschauern ordentlich einheizen. Denn er gehört zum aktuellen Ensemble der Chippendales und tourt gerade durch die Republik. Wie es so ist als Stripper-Neuling, erzählt uns Paul im bunte.de-Interview. Stripper hört sich immer so ein bisschen abwertend an. Ne? Ich meine, jeder, der diese Show jetzt gesehen hat oder sieht, sieht, dass das keine einfachen Stripper sind. Das sind Leute, die ein Instrument spielen können, die können singen teilweise, die können mega tanzen und haben dazu noch einen coolen Body. Und ich sag mal, jede Frau, die sich für einen Playboy aussieht, zeigt deutlich mehr als die Jungs oder ich auch in dem Fall. Und so sieht es aus, wenn Paul und die Jungs richtig loslegen. Für die Tournee strippt der 37-Jährige nicht nur, sondern moderiert die Show auch noch. Und das alles kann ganz schön anstrengend sein, wie der Ex-Bachelor verrät. Natürlich ist das eine Herausforderung, weil es natürlich gerade mehrere Sachen auf einmal sind. Das ist nicht nur, dass du irgendwie einen Tanz machst in unterschiedliche Tänze, dann moderierst du zwischendurch, dann bist du in dem Part mit eingespannt. Das heißt, solange die Abläufe noch nicht so drin sind, ist das natürlich eine riesen Herausforderung. Man will das natürlich auch gut machen, weil gerade natürlich bei mir gucken die Leute natürlich extrem drauf, Mensch, wie schlägt sich der Paul? Aber auch wer genau hinschaut, merkt, der Rosenkavalier hat richtig Spaß auf der Bühne und geht in seiner neuen Rolle als freizügiger Entertainer wirklich auf. Da werden ihm vermutlich wieder einige Frauenherzen zufliegen.